In diesem Filmbeitrag möchte ich Ihnen die beiden Laborversuche vorstellen, beziehungsweise genau genommen ist es ein Laborversuch mit zwei Teilversuchen. Den ersten eben Leerlaufversuch und den zweiten die Lastkennlinie werde ich Ihnen jetzt so nach und nach vorstellen und dann die Gelegenheit nutzen, en passant, die gleich die einige Charakteristika der asynchronen Maschine etwas näher zu beleuchten. Das ist letzten Endes die meistverwendete Maschine in der Technik, wenn Sie sich in der Industrie umschauen, sind größer 80% der elektrischen Antriebe, größeren Antriebe sind asynchronen Maschinen. Die kleinen Positionierantriebe, das sind dann schon Schrittmotoren und Synchronmotoren, aber so die großen Antriebe sind asynchronen Maschinen und das liegt nicht zuletzt an dem Aufbau, der letzten Endes sehr einfach ist, sehr einfach und robust, was nicht für alle Maschinen gilt. Wenn Sie an Gleichstrommaschinen denken, dann so Küchenmaschinen oder so oder Bohrmaschinen, da Handbohrmaschinen, da kennen Sie vielleicht diesen Effekt, wenn Sie da so reinschauen in die Lüftungslöcher, dass es da so funkt, nicht? Das liegt an diesem Kommutator, der recht kompliziert ist, verschleißanfällig und so weiter. All das fällt aus, gibt es nicht bei der Asynchronmaschine, die ist sehr einfach aufgebaut und deswegen auch sehr robust. Und wenn sie richtig dimensioniert ist und die Lager gut gefertigt werden, dann hält die eigentlich ewig. Ja, so. Und dieser Leerlaufversuch, damit will ich mal loslegen. Der ist, das habe ich schon mal vorweg geschrieben, um ein bisschen Zeit zu sparen, der ist also dazu da oder sein Zweck ist also die Separierung der Verluste in der Maschine. Und zwar Verluste im Wesentlichen im Stator. Welche Verluste gibt es überhaupt? Was unterscheiden wir? Also einmal Stromwärmeverluste in der Ständerwicklung. Ständer oder Stator, nicht das Teil, was die Wanderfeldwicklung enthält. Das gucken wir uns nachher nochmal an, wie es da vor sich geht in der Wicklung. Aber die Stromwärmeverluste werden auch manchmal Kupferverluste genannt, weil sie also durch den Strom, der durch das Kupfer fließt, Wärme erzeugt, nicht? Und stets, wenn durch einen Widerstand ein Strom fließt und Wärme daraus resultiert, gibt es diese Formel, die immer gleich lautet, also der Widerstand multipliziert mit dem Quadrat des Stromes. Da sehen Sie schon, Quadrat des Stromes, nicht? Das schlägt zu. Je größer der Strom ist, nicht doppelter Strom, vierfache Verluste. Wenn wir davon ausgehen, dass die Wicklung der Wicklungswiderstand oder allgemein der Widerstand, durch den dieser Strom fließt, dass der konstant ist. Ist natürlich nicht der Fall, nicht? Wenn es warm wird, dann wissen Sie, dann geht der elektrische Widerstand auch nach oben. Aber in der Regel werden stationäre Verhältnisse betrachtet, sodass die Maschine, also diese ganzen Messungen, nicht diese Maschine im stationären Zustand läuft und dann werden die Verhältnisse gemessen. Dann gibt es zweitens Eisenverluste im Ständereisen wohlgemerkt. Warum? Das gucken wir uns nachher an. Nicht warum taucht der Rotor hier nicht auf? Schauen wir uns später an. Im Ständereisen. Und da gibt es eine Aufteilung noch in die sogenannten Hysterese- und Wirbelstromverluste. Habe ich hier schon mal vorbereitet. Das gucken wir uns gleich auch noch mal an. Nebenbemerkung, beim Versuch unterscheiden wir die beiden nicht. Da packen wir das alles, was wir den Eisenverlusten zuordnen, packen wir in die Eisenverluste und gucken dann hier nicht mehr, beziehungsweise wir können gar nicht das auseinander dividieren, welcher Anteil dieser Eisenverluste insgesamt den Wirbelströmen zuzuordnen ist und welcher Anteil der Hysterese. Und dann gibt es eben noch Reibungsverluste, und zwar im Wesentlichen im Lüfter und in den Lagern der Maschine, also mechanische Lager.
Auch da nicht die Lagerverluste, das kann man ruhig jetzt schon sagen oder abschätzen, die sind auch ziemlich gering. Nicht am Anfang, wenn die Maschine noch kalt ist, dann mag das Fett in den Lagern noch etwas steifer sein. Da sind die dann nicht zu vernachlässigen, nicht, aber die entstehende Wärme da drin, die sorgt dann schon dafür, dass das etwas dünner wird und dass man die Lagerverluste im Grunde fast vernachlässigen kann. Also da, nicht, wenn man jetzt also eine Maschine verbessern möchte und nun nach den Schrauben sucht, wo man dran drehen kann, nicht, dann lohnt es sich also nicht, an bessere Lager sich auszusuchen. Also da gibt es andere Mechanismen. Ja, so das wäre der Zweck. Also wir separieren hier Verluste. Und wie ist jetzt diese Maschine oder dieser Versuchsaufbau gestaltet? Das habe ich hier mal versucht, grob zu skizzieren, sehr einfach, aber nur das Wesentliche enthaltend. Da geht es also einmal vom Netz, nicht? Wir haben irgendwie ein dreiphasiges Netz in der Regel, nicht? Je nachdem, wo wir diesen Versuch machen, haben wir eine dreiphasige Maschine im Einsatz oder eine zweiphasige, nicht? So der Versuch auf dem Labortisch, wo es ein bisschen kleiner zugeht, das ist eine einphasige Maschine. Aber sonst eben generell allgemein ist eine dreiphasige Maschine. Und wenn das so ist, dann werden also auch an allen drei Phasen wird die Leistung gemessen, beziehungsweise genau genommen mit einem Leistungsmessgerät die Spannung jeweils pro Phase, nicht der Strom und dann die Teilleistung pro Strang. In der Regel werden diese drei Größen mehr oder weniger parallel laufen. Aber durch gewisse Unsymmetrien in der Konstruktion der Maschine, die gar nicht so ganz zu vermeiden sind, nicht, kann es also durchaus sein, dass hier in der Spannung oder im Strom, sagen wir mal, etwas unrund läuft, nicht? Aber das gleicht sich dann meistens aus, wenn richtig Leistung gezogen wird, also wenn sie richtig unter Nennlast läuft, dann fällt das nicht mehr so auf. Im Wesentlichen ist es unter minimaler Teillast, da fallen dann hier Unterschiede möglicherweise auf. Okay, also wir haben hier eine Übersicht über die elektrische Leistung, die in die Maschine fließt. Nun heißt der nicht umsonst Leerlaufversuch. Gemeint ist damit nämlich, dass an der Welle nichts angeschlossen ist. Die Welle ist einfach offen gelassen. Und wenn wir ganz allgemein einen Motor nutzen, einen Motor einsetzen, nicht, dann erwarten wir von ihm, dass er an seiner Welle mechanische Leistung zur Verfügung stellt. Das ist sogar mal ganz allgemein das, was man so, wie man das so charakterisieren kann. Das bedeutet also Leerlauf bezogen auf die Leistung, die hier am Wellenstumpf entnommen wird. Jetzt ist es aber so, wenn wir diesen Versuch betreiben, dann stellen wir fest, nicht, es gibt keine mechanische Leistung hier. Also die mechanische Leistung wäre ja Drehmoment mal Drehzahl, mal 2 Pi n für die Drehzahl. Nebenbemerkung, n immer in Umdrehung pro Sekunde, wenn Sie es einsetzen. In der Regel wird die Drehzahl ja pro Minute eingegeben, nicht, aber das vergisst man gerne. Wenn Sie dann Berechnungen machen und erwarten, dass hier Watt rauskommen oder Kilowatt oder sowas, dann alles schön in SI. So das nur nebenbei. Also, da kommt nichts, ist null per Definition. Jetzt wissen wir aber, ach so, und wenn wir diesen Versuch machen, nicht, dann sehen wir hier diese Größen, nicht, die Leistung und der Strom sind nicht null. Was man ja eigentlich dann erwarten müsste, nicht? Wenn schon keine mechanische Leistung abgegeben wird, dann muss die elektrische Leistung null sein. Ein Motor, ganz allgemein, ist ein Gerät, welches elektrische Leistung in mechanische, rotatorische Leistung umwandelt. Und das tut sie nicht. Kommt nichts. Also müsste ja eigentlich aufgrund dieser Definition müsste die Leistung null sein. Zeigt sich aber, dass es nicht ist. Und das wiederum liegt daran, dass in der Maschine ja auch noch so ein paar Komponenten sind, die also Verluste produzieren. Und der Versuch, der ist eben so gestaltet, Leerlauf, dass
wir in dem Zusammenhang, Einzelheiten komme ich gleich drauf zu sprechen, aber dass wir eben davon ausgehen können, dass alle Verluste, die mit Magnetismus und mit Elektrizität in Verbindung zu bringen sind, nicht, dass die im Rotor nicht stattfinden. Oder so gut wie nicht. Kleinigkeiten, okay, sind immer vorhanden, aber so im technischen Maßstab können wir von Rotorverlusten absehen. Muss man natürlich genau sagen, unsere Reibungsverluste, die ich hier vorhin genannt hatte, nicht, die sind dem Lüfter und den Lagern zuzuordnen. Natürlich ist das dann der Rotor, nicht? Aber das sind keine Verluste, die mit Elektrizität zusammenhängen. Die hängen mit reiner mechanischer Arbeit zusammen. Und das werden wir nachher auch, wenn wir uns dieses Diagramm, was wir dann zeichnen sollen oder was Sie zeichnen sollen, da werden wir genau das als Grundlage nehmen, also die Tatsache, dass wir von Rotorverlusten absehen, beziehungsweise keine magnetischen und elektrischen Verluste im Rotor, werden wir zum Grundsatz nehmen, um eben die Reibungsverluste zu separieren von allen anderen Verlustmechanismen. So, also der Rotor nicht, also ich habe das mal so angedeutet hier, unsichtbar verdeckte Linien, also dass es da ja noch einen Lüfter gibt, den es anzutreiben gilt. Um jetzt genau das zu verstehen, warum eben Rotorverluste nicht stattfinden, müssen wir so ein bisschen uns die Details anschauen. Und die Details, da fangen wir am besten mal an mit dem Wirkprinzip der Asynchronmaschine. Nicht? Die beiden Hauptkomponenten kann man mechanisch trennen, ist der Stator, der Ständer mit einer dreiphasigen Wicklung. Nicht? Im ganz primitiven, einfachen Fall. Ich könnte sich drei Wicklungen vorstellen, die im 120-Grad-Winkel voneinander entfernt angeordnet sind. Und diese drei Wicklungen bekommen jeweils ihren eigenen Strom. Nicht ein dreiphasiger Strom, der eben alle drei Phasen gegeneinander um 120 Grad versetzt sind. Nicht? Also geometrisch verschoben, um 120 Grad verschoben angeordnete Wicklungen erhalten auch jeweils einen um 120 Grad verschobenen Strom bzw. Spannung. Und das führt dazu, dass obwohl alle Wicklungen statisch sind und wenn Sie also den Motor betrachten auf dem Labortisch und den Rotor ausgebaut haben, nicht, dann steht das Ding da, so ein paar Kupferwicklungen und Eisen, dann sehen Sie dem eigentlich nichts an, wenn er betrieben wird. Wenn Sie aber einen Kompass reinhalten würden, dann würde dieser Kompass rotieren mit einer charakteristischen Drehzahl, sogenannte Synchrondrehzahl. Die Synchrondrehzahl ist eben die, ja, Drehzahl, so muss man es, kann man es am besten bezeichnen, obwohl sich nichts dreht, nicht, aber die Drehzahl eines magnetischen Summenvektors. Wie dieser Summenvektor zustande kommt, das gucken wir uns gleich mal an einer Animation an. Die ist auch Inhalt der Vorlesung und in der Regel zeige ich die dann auch. Da hat man die Möglichkeit, verschiedene Parameter zu verändern, also die Phasenverschiebung selbst, also statt vielleicht den einen nur 110 Grad, dafür den anderen 130 Grad, nicht? Also welche Auswirkungen das hat. Charakteristisch dabei ist jedenfalls, dieses statische System erzeugt im Betrieb einen rotierenden Feldvektor. Und dieser Vektor, den können Sie sich am besten vorstellen, als wenn Sie sozusagen Permanentmagneten haben, nicht Nord-Süd zum Beispiel, und diesen Magneten mit dieser sogenannten Synchrondrehzahl um den Rotor herumführen. Und der ist sozusagen trägheitslos, nicht? Also wenn Sie die Maschine unter Spannung setzen, Switch on, dann dreht dieser Vektor für eine sogenannte zweipolige Maschine, dreht der eben mit der maximal möglichen Drehzahl am 50-Hertz-Netz mit 3000 Umdrehungen pro Minute. Und
Das tut er sofort, nicht weil ja keine Trägheit da drin ist. Mein gut. Für die Experten, also die Induktivität der Wicklung, nicht, die sorgt dafür, dass der Strom da nicht sofort reingeht. Das heißt also, er wird sofort mit der Geschwindigkeit drehen, aber die Amplitude wird so mehr oder weniger schnell zunehmen. Nicht, aber so für technische Zwecke ist dieser Vektor sofort da. Trägheitslos, sobald Strom anliegt, sobald Spannung anliegt. Und jetzt haben wir den Rotor. Jetzt setzen wir den Rotor da hinein und beobachten, was mit dem passiert. Vielleicht erkläre ich das noch vorher, bevor wir uns dieser Animation widmen. Den Rotor, den habe ich mal für den sogenannten Kurzschlussläufer hier mal so angedeutet. Der besteht aus zwei Ringen. Hinten und vorne, die jeweils verbunden sind durch Stäbe, können Stäbe sein, echte Stäbe, die man da so auflötet, kann aber auch letzten Endes alles aus Guss bestehen. Dass man da also Aluminium und in den neueren Maschinen eben Kupfer hineingegossen hat in die Nuten. Dass die ganzen, diese, sagen wir mal, Alu- oder Kupferstruktur, die Sie hier sehen, die ist tatsächlich eingebettet in ein Blechpaket aus Eisen. Wenn ich Ihnen das mal hier so zeige, nicht, das wäre, ich weiß nicht, inwieweit man das sehen kann, stelle ich mal so ein bisschen so hin, da haben Sie also hier den einen Kurzschlussring und auf der anderen Seite völlig identisch, denselben. Und dazwischen sehen Sie so dünne Stege, also aus Aluminium in diesem Fall, das ist eine ältere Maschine. Und diese Stege, die Sie hier so sehen, etwas verschränkt, das hat technische Gründe, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will, aber die sind relativ dünn, wenn Sie es anschauen. Und in Wirklichkeit sind die viel, viel dicker. Und zwar innen drin, in dem Eisenpaket, nicht? Da weitet sich dieser Kanal hier etwas auf, sodass da ein richtig dicker, feister Leiter vorhanden ist. Diese kleinen Fähnchen hier dran, das sind Kühlfähnchen. Das ist letzten Endes auch so eine Art Propeller, der dafür sorgt, dass eben dieses Teil gekühlt wird. Denn da fließen in diesen Wicklungen, nicht, das kann man, können Sie vielleicht dann assoziieren hier, dass das ziemlich dasselbe ist. In diesen Wicklungen fließt nachher ein gehöriger induzierter Strom. So, jetzt müssen Sie sich vorstellen, der Feldvektor, den habe ich hier mal hingemalt, das sei dieser Summenvektor. Hervorgerufen durch die Dreiphasenwicklung. Und der rotiert jetzt, nicht so schlagartig mit einer konstanten Geschwindigkeit. Und solange die Frequenz, mit der Sie die Maschine speisen, nicht ändert, und das wird der Fall sein, 50 Hertz sind ziemlich genau Gehalt, es sei denn, Sie sind mit dem Frequenzumrichter am Werk, nicht, aber sonst am Netz selbst, nicht, sind 50 Hertz ziemlich konstant, dann ändert sich daran auch nichts. Ob Sie die Maschine nun derart belasten, dass die stehen bleibt, oder vielleicht nur leicht belasten oder gar am Leerlauf betreiben, das ändert an dieser Drehzahl, wieder in Anführungsstrichen, nicht, dreht sich ja nicht wirklich was, oder zumindest nichts, was man sehen kann, nicht, dreht sich, ändert sich nichts. So, jetzt ist es doch so, wenn die Maschine noch steht und Sie Strom draufgeben, Spannung anlegen, dann steht ja der Rotor noch. Im allerersten Moment steht der Rotor. Und dieses Feld läuft da einfach sehr schnell, wie gesagt, mit 3000 Umdrehungen pro Minute läuft das da um. Und das bedeutet doch, nicht, also wenn Sie sich jetzt hier, nicht, also diesen Pfad anschauen, dann ist das eine Wicklung, mit einer Windung wohlgemerkt, aber letzten Endes eine Wicklung, ein möglicher Strompfad. Die habe ich immer so ein bisschen grün hervorgehoben. In dem unter Umständen eine Spannung induziert wird und dann ein Strom fließt. Wann wird denn Spannung induziert? Naja, doch nur dann, nicht Faradaysches Induktionsgesetz, doch nur dann, wenn der Fluss, der magnetische Fluss, sich ändert. Nicht, da heißt es doch, in der Formel Faraday kann man noch sehen, schreibe ich da noch mal hin, Faraday nur als Merker, nicht, also die induzierte Spannung
ist gleich, naja, irgendeine Bindungszahl, wenn Sie nur eine Bindung haben, wie in diesem Fall, W1, sonst eben Anzahl der Bindungen, mal und dann eben d Phi nach dt. Phi, wie gesagt, der magnetische Fluss in Weber. Und nur wenn der sich ändert, wenn der sehr groß ist, den feisten Magneten da in die Spule stellen, ohne dass sich etwas bewegt, dann wird keine Spannung induziert, sondern nur, wenn das Magnetfeld sich ändert. Das kann sich ändern, indem Sie den Magneten stehen lassen und die Spule wegnehmen, zum Beispiel. Es kann sich ändern, wenn Sie die Spule liegen lassen und den Magneten rausnehmen oder umdrehen oder bewegen. Nicht, dann ändert sich der gesamte Fluss durch die Spule und sofort wird eine Spannung induziert. Oder dritte Möglichkeit, wenn Sie eine Spule haben, nicht, stellen Sie sich einfach so eine einlagige Wicklung vor, durch die Sie jetzt einen Gleichstrom treiben, zum Beispiel. Feisten Gleichstrom, der fließt da, produziert ein Magnetfeld, rechte Handregel, nicht Norden, Finger in Stromrichtung, nicht. Der Daumen weist dann in die Nordrichtung, produziert also so ein Magnetfeld. Konstant. Und wenn Sie den Strom jetzt ausschalten, nicht? Also dieses Magnetfeld durchsetzt die Spule ja. Wir nehmen mal an, das sei ein Gleichfeld, das durchsetzt die Spule. Gleichfeld ist konstant. Okay, nichts mit Induktion gibt es nicht. Jetzt schalten Sie aus. Und plötzlich bricht das Magnetfeld, bleibt ja nicht anders übrig, bricht das Magnetfeld innerhalb der Spule zusammen. Und die Spule hat vergessen, dass sie dieses Magnetfeld selbst erzeugt hatte, kurz zuvor. Nicht, aber jetzt schalten Sie aus. Und was sieht die Spule? Ein Magnetfeld, was sich ändert. Ist zwar ihr eigenes, aber egal. Ein Magnetfeld, was sich ändert. Und da fängt die an, eine Spannung zu induzieren. Ja, und dann gibt es eben einen Spannungspeak. Der wird ausgenutzt, wenn Sie wissen, nicht, also um Zündfunken für Motorsägen, für Autos, für also Benzinmotoren, nicht diesen Zündfunken, der wird eben durch so etwas also erzeugt, indem Sie also eine Spule haben, da erstmal einen feisten Strom durchtreiben und die dann rasch, so schnell wie möglich ausschalten. Was nicht so einfach ist, nicht, weil wenn Sie es öffnen, wird sofort die Spannung induziert und Sie haben Hochspannung an Ihren beiden Kontakten, die einen Funken ziehen. Und durch den Funken fließt der Strom weiter. Also schalten Sie doch nicht so schnell ab, wie Sie eigentlich wollten. Nicht, je schneller Sie abschalten, je größer die Änderungsgeschwindigkeit ist, das ist wichtig, die Änderungsgeschwindigkeit, desto größer wird die Spannung. Das wollen Sie in dem Fall ja. Also diese drei Möglichkeiten. So, jetzt aber. Jetzt nehmen wir eine der Möglichkeiten, indem wir nämlich jetzt den Magneten bewegen und die Spule stehen lassen. Zumindest mal am Anfang, wenn die Maschine startet. Und dann wird also hier ein Strom induziert in dieser Spule. Und dieser Strom erzeugt seinerseits ein Magnetfeld. Das ist ja durch die Maxwell'schen Gleichungen gegeben, nicht? Das bedingt sich immer wechselseitig, nicht? Also eine Spannung oder ein Strom erzeugt ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld, wenn es sich ändert, nicht, erzeugt wieder eine Spannung. Das ist wieder Faraday. Also wird hier ein Magnetfeld produziert. Frage ist jetzt, in welche Richtung? Und da gibt es diese kleine Ergänzung, Lenz'sche Regel, immer der Ursache entgegen. Nicht? Und da gibt es also einige Ausführungen, die schreiben hier nochmal Minus davor. Was eben bedeutet, dass diese Spannung eben in die, sag ich mal jetzt so ganz allgemein, in die entgegengesetzte Richtung induziert wird, so dass der Strom, der daraufhin fließt, der Ursache, nämlich ein Magnetfeld aufbaut, was der Ursache entgegenwirkt. Gut. Dieses Magnetfeld interagiert also mit dem Feld und führt dann zu einer abstoßenden Kraft. Ich habe das in der kleinen Animation in der Vorlesung. Vielleicht werde ich noch eine kleine Einlage machen, wo man das sieht. Ja, mache ich vielleicht. Hier im Film. So, und jetzt ist es so, wenn wir uns jetzt diesen Anlaufvorgang der Maschine anschauen, so in Zeitlupe jetzt mal, nicht, dann der Rotor mechanisch steht, Sie legen Spannung an, der
Vektor hier saust mit 3000 Umdrehungen pro Minute da herum. Und weil er eben schneller ist als die mechanische Drehzahl des Rotors, werden überall in diesen Wicklungen Spannung induziert, Magnetfelder produziert und so weiter. Und die führen zu einem Drehmoment. Und dieses Drehmoment führt dazu, dass die Maschine schneller wird, beschleunigt. Beschleunigt und beschleunigt und beschleunigt. Wie weit kann sie denn beschleunigen? Ja, die kann höchstens doch so schnell werden wie dieser Vektor. Denn die Ursache dafür, dass sie überhaupt einen Drehmoment erfährt, ist ja, dass Ströme induziert werden. Und wenn Sie sich jetzt die mechanische Drehzahl der Drehzahl, in Anführungsstrichen, dieses Summenvektors, Magnetvektors, nähert, desto weniger werden doch die induzierten Ströme, weil die Änderung, das Feld ändert sich ja gar nicht mehr so schnell. Nicht, wenn Sie also sozusagen da drin säßen, so mal gesprochen, in der Spule säßen, nicht, da sehen Sie, solange die Maschine steht, dass der Vektor da oben 50 Mal in der Sekunde darum durchsaust. Und wenn Sie jetzt langsam beschleunigen, nicht, dann wird diese gemessene Frequenz jetzt aus dem rotierenden Teil wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und wenn sie selbst die mechanische Drehzahl des Rotors genauso schnell ist wie das drehende B-Feld, nicht, dann könnten Sie so sinngemäß sagen, dann habe ich den, denn wenn Sie so nach oben gucken da, nicht, dann sehen Sie die Spitze des Summenvektors über sich stehend, das ist also nicht mehr verändert. Das heißt doch, wenn der steht, dann ändert sich das Magnetfeld nicht. Und das wiederum heißt, es werden keine Ströme produziert. Und wenn keine Ströme produziert werden, wird auch kein Drehmoment erzeugt. Das heißt also, die Maschine, wenn sie im Leerlauf nicht keine Last, nichts machen muss, letzten Endes nur für sich selbst dreht, und wir sagen nicht den idealisierten Leerlauf, das muss man also immer schon trennen im Geiste, nicht einmal ist man so. Setzt man sozusagen Erfahrungswerte an, na, wie verhält sich dann so eine Maschine? Und das andere ist eben der idealisierte Zustand. Und wenn hier Leerlaufversuch, dann meint man damit eben idealisiert, dass sie tatsächlich keine Leistung verrichtet. Tut sie aber doch, denn sonst würde Lüfter und Lager die Reibung eben nicht zu überwinden sein. Das ist aber so wenig. Im Verhältnis, also wenn die Maschine gut konstruiert ist, natürlich, dann ist das so gering im Verhältnis zur Gesamtleistung, dass man, dass es keine weiteren Einflüsse hat. Jetzt darf ich nicht sagen, dass man es vernachlässigen kann. Wir wollen ja ganz gerne rauskriegen, wie groß sind die Verluste. Nicht, wenn Sie eine bessere Maschine bauen wollen mit besserem Wirkungsgrad, das sind Sie sehr wohl daran interessiert, auch jedes Watt da irgendwie einzusparen, wenn es finanzierbar ist. Das ist schon klar. Aber diese Effekte, die sind so gering, dass sie, sagen wir, auf das mechanische Verhalten der Maschine keinen Einfluss haben, keinen nennenswerten Einfluss. Und das mechanische Verhalten, was wir ansetzen, ist, das ist jetzt wichtig, dass die Drehzahl über den gesamten Versuch konstant bleibt. Wir fangen an, der Versuchsablauf ist folgender. Wir fangen, kann von unten anfangen oder von oben. Wir fangen mit einer hohen Spannung zum Beispiel an, 400 Volt, über ein Trafo, nicht Drehtrafo. Und wir stellen diese Spannung ein und schauen uns dann hier lesen ab. Schreiben die Werte auf und dann 10 Volt weniger zum Beispiel oder 20. Also Spannung so sukzessive immer runterfahren und jeweils immer diese Werte aufschreiben. Und während wir die Spannung runterfahren, hat das ja keinen Einfluss auf die Drehzahl. Denken Sie immer dran, das ist kein Gleichstrommotor, der also durch die Spannung Drehzahl regelbar ist, sondern das ist also eine Drehfeldmaschine. Und die Drehfeldmaschinen, die lassen sich also in ihrer Drehzahl nur über Veränderung der Frequenz in der Drehzahl variieren. Das gilt für Synchronmotoren und für Asynchronmaschinen. Und wenn Sie das ganze Ding, also einen Transformator haben, nicht, also hier nochmal einen Transformator dazwischen schalten, den habe ich vergessen, also den könnte man da noch mit einzeichnen, dann
verändern sie ja nur die Spannungshöhe, das Level, aber nicht die Frequenz. Und das bedeutet, die Maschine ändert ihre Drehzahl nicht. Das gilt nur, also es gilt nicht beliebig. Wir fangen ja bei hoher Spannung an und enden dann bei, ja, es ist die Frage, nicht? Enden wir bei 0 oder etwas früher? Also genau genommen fahren wir gar nicht bis 0 runter, bis 0 Volt, denn das Drehmoment, was die Maschine dann noch liefert bei ganz geringen Spannungen, ist so gering, dass es, also selbst dieses dann noch vorhandene Drehmoment ist nicht mehr in der Lage, den Lüfter und also Lüfterreibung und Lagerreibung zu überwinden. Und dann führt es eben doch dazu, dass die Drehzahl sich verändert. Aber solange das Drehmoment, was die Maschine trotz geringer Spannung noch erzeugt, solange das groß genug ist, um diese noch so sagen wir mal, mit links betreiben zu können, dann hat eben diese Spannungsreduktion keinen Einfluss auf die Drehzahl. Und die Lüfterleistung bleibt deswegen konstant. Wenn Sie so also einen Lüfter betreiben und die Drehzahl immer konstant halten, so ein Tischlüfter oder Pumpe, was auch immer, wenn die Drehzahl konstant bleibt, dann fördert die immer das Gleiche. Das ist einfach der Betriebspunkt der Pumpe oder des Lüfters. Das ist hier das Gleiche. Also über den gesamten, trotz Verringerung der Spannung, über den gesamten Versuchsablauf nicht setzen wir an und sorgen dafür, dass eben die Drehzahl konstant bleibt. Okay. So, und jetzt kommen wir vielleicht, jetzt machen wir vielleicht mal die Animation mit dem Dreiphasenfeld. Da können Sie also schön sehen, wie die Vektoren, die Einzelvektoren, drei Phasen verschoben, die ist so, wird so dargestellt mit Vektoren, nicht wie der eine dann wächst und die anderen beiden dann wieder schwächer werden und dann geht der nächste, der wird groß und der wird klein, also alles so um 120 Grad. Und dann müssen Sie letzten Endes so sinngemäß eine Vektoraddition für diese drei Vektoren vornehmen, immer die drei aktuell zu dem jeweiligen Zeitpunkt, nicht so ein Screenshot machen und dann diese drei Vektoren addieren und da werden Sie eine gewisse Länge, gewissen Betrag des Summenvektors erhalten und eine gewisse Richtung. So, lassen Sie weiterlaufen. Die haben sich alle wieder individuell verändert. Machen Sie wieder einen Screenshot. Addieren wieder alle drei Vektoren. Da kommt wieder ein Betrag raus, natürlich. Und wieder eine neue Richtung. Und was Sie feststellen, wenn Sie das, egal wann Sie das machen, wenn Sie feststellen, der Betrag ist immer gleich. Der Betrag bleibt gleich, nur die Richtung ändert sich. Ja gut, und das ist die Definition genau für diesen konstanten Summenvektor, nicht konstanten Magnetfeldvektor, der da umläuft. Das ist genau das. Hat immer dieselbe Größe und ändert nur, lediglich nur seine Richtung. Hat eine gewisse Drehzahl. Die ist natürlich abhängig von der Frequenz, wie sich da die Ströme, die Einzelströme verändern. Gut, schauen wir da jetzt mal drauf. Jetzt habe ich mal die Animation geöffnet. Was Sie hier auf der linken Seite sehen, das Drehfeld. Zunächst mal hier zwei Teilvektoren. Wir können ja mal so ein bisschen weiter drehen hier. Ja, so. Also Sie haben schon bemerkt, nicht die Vektoren hier, die drei, die verändern sich. Diese Farben gelb, grün und lila, nicht, die sind also hier den Schiebereglern zugeordnet. Und die beinhalten oder die zeigen das magnetische Feld jeweils. Und woher kommt das? Da sehen Sie also auch entsprechende Spulen hier. Spulensysteme, wie gesagt, jetzt vereinfacht nur drei Spulensysteme. Und wenn Sie also beispielsweise um diese Spule hier, die jetzt also in der horizontalen Ebene liegt, da kommt die hier raus, nicht der Strom. In diesem Fall, nicht, Sie werden nachher sehen, das verändert sich. Wechselt die Richtung, weil ja alle drei Spulensysteme mit Wechselspannung betrieben werden. Also, der kommt jetzt in diesem Moment, wo ich angehalten habe, hier heraus und fließt dann hier vorne rum, nicht, und hier wieder rein. Nicht, wie gesagt, also in der Ebene.
Und wenn Sie da jetzt die rechte Handregel anwenden und wie ich schon sagte, Finger in Stromrichtung, sich das ganze Ding jetzt so umgreifen, nicht, das würde bedeuten, Ihr Daumen, der weist dann nach oben. Sprich also der Nordpol, was die Definition ist für die Richtung der Flussdichte, nicht, der geht nach oben. Und für den Grünen, da gilt dann dieses Spulensystem, etwas geneigt, auch da wieder, da gehen die Finger sozusagen rein und hier kommen sie raus. Das heißt also, der Daumen würde in die Richtung weisen. Und die Größe dieser Darstellung, dieser Wicklung, nicht, Sie sehen, hier ist eine ganz kleine, nicht, also die ist dann auch gleichzeitig kodiert sozusagen für die Stärke des Stromes, nicht? Also der Strom hier ist gering und er fließt hier heraus und da wieder herein. Auch die Richtung, das stimmt, wenn Sie die Hand wieder anlegen, die rechte Hand. Aber eben dadurch, dass die Ströme jetzt klein sind, ist der gerade fast null. Das heißt, er kann also auch kein großes Magnetfeld produzieren. Und jetzt müssten Sie diese drei Vektoren addieren. Da müsste man das ja fast irgendwie dahin malen. Also wie macht man es am geschicktesten? Naja, vielleicht den Vektor, also die Reihenfolge ist ja egal. Die Reihenfolge, um die Vektoren zu addieren, nicht, das ist ja Mathematik, das ist ja egal, nicht? Und da fangen wir einfach mal mit dem gelben an. Das sei mal Vektor 1, nicht? Und dann nehmen wir den grünen, so sinngemäß, nicht so in die Hand, und hängen ihn mit seinem Fußpunkt an die Spitze des Vorgängers. Also da würde jetzt der Grüne hier liegen. Und Sie können vielleicht erkennen, also dass wenn er den Grünen hier so hinlegt, dass der nicht ganz diesen hier ergibt, sondern man muss dann irgendwie noch ein bisschen nach links. Und das wäre dann der dritte, den man dann durch diesen Vektor nimmt, seinen Fußpunkt dann wieder an dessen Spitze hängt. Und so haben Sie diese drei Vektoren, den Grünen und bis dahin vielleicht und den Lila bis dahin. Dann wäre das sozusagen die Summe dieser drei Teilvektoren. Und sehen Sie ja schon, nicht die Linie der Spitze hier, der Kreis der Spitze, der ist irgendwie konstant. Und jetzt muss man das eine Zeit lang auf sich wirken lassen gleich. Ich habe jetzt mal so ein paar Erklärungen schon angegeben vorweg. Sie können hier eben die Möglichkeit, haben Sie die Möglichkeit, die Phase zu verändern. Sie sehen, der eine ist 0, nicht, also definiert, der andere 120 und der andere minus 120. Das heißt also, zwischen jedem die Phasenverschiebung zwischen jedem Vektor ist eben 120 Grad. Jetzt kann man noch an der Amplitude noch was verändern, was eigentlich aber also im Netz kaum möglich ist, wenn Sie einen Umrichter nehmen. Eigentlich auch nicht, nicht, aber wenn Sie ein bisschen Kenntnisse haben, dann kriegen Sie es vielleicht doch hin, dass Sie die Amplituden unterschiedlich regeln können. Für einen normalen Kunden ist das nicht vorgesehen. Ja, so, also die sind alle maximal jetzt und dann schauen wir mal, was passiert. Also ich schmeiße das Ding mal an und Sie sehen also zunächst mal, konzentrieren wir uns einmal auf den Lila, nicht, der ändert jetzt seine Richtung und immer in dem Moment, wo er die Richtung ändert, wechselt die Polarität des Feldes. Jetzt haben wir das heraustretenden Strom oben, jetzt haben wir ihn unten, nicht? Also das wechselt immer und so wechselt jedes Feld in dieser Art und Weise. Und einer, nicht, wenn sozusagen, soll ich sagen, wenn einer 0 ist, dann haben, vielleicht kann man es sehen, wenn einer 0 ist, dann haben die beiden anderen nicht die maximale Länge. Also 0,866 dieser Länge. Und das wird immer so sein, nicht? Jetzt geht der 0 nicht und der wächst noch ein bisschen, immer wenn einer 0 wird, nicht? Dann sind beide anderen gleich groß. Aber eben nicht ganz maximal, 0,866, um genau zu sein. Ja, jedenfalls, wenn man das Stück für Stück, sagen, Schritt für Schritt, addieren würde zu jedem Zeitpunkt, diese drei Teilvektoren, bekommt man diesen konstant mit konstanter Drehzahl und konstanter Amplitude umlaufenden Summenvektor. Und genau das ist dieser Magnet, den ich dann auch später immer hernehme, nicht dieser umlaufende Magnet des Ständerfeldes, der eben etwas macht mit dem Rotor. Nicht, also
Bei einer Synchronmaschine läuft der Rotor 1 zu 1 mit und bei einer Asynchronmaschine eben nicht. Da läuft er etwas langsamer. Unter Last. Im Synchronfall, im Leerlauf eben nicht. So, jetzt kann man noch so ein bisschen spielen damit. Beispielsweise die Phase verändern. Also sagen wir so, wir können erstmal die Amplitude verändern. Wir ändern also die Frequenz, die bleibt immer konstant. Hier, da haben wir gar keine Möglichkeit, hier die Frequenz zu verändern. Also alle Spulen, nicht das wie so ein Transformator, die ändern die Frequenz nicht. Die bleibt konstant. Jetzt können wir aber mal, wie gesetzt den Fall, wir haben so einen Dreiphasentransformator und der eine ist ein bisschen falsch eingestellt, der drei nicht, und wir ändern den einfach mal, senken die Amplitude ab. Sie sehen erstmal, das hat keine Auswirkung auf die Drehzahl dieses Vektors, wohl aber auf die Amplitude. Das wird also jetzt plötzlich kein kreissymmetrisches Feld mehr, sondern eben so ein bisschen elliptisch. Bei einigen Maschinen, nicht diese sogenannten Kondensatormotoren, die einphasigen Asynchronmaschinen, meinetwegen für die Gartenpumpe, Brunnenpumpe oder so, die haben unter Umständen ein solches Feld. Oder auch ihr Rasenmäher im Garten, nicht? Denn das ist ja ein Asynchronmotor, der da drin ist, und den stecken sie in der Regel, also nicht an Sequenzstecker, sondern in die normale Steckdose, und da ist nur eine Phase. Und da wird so ein bisschen durch einen Kunstgriff, durch zwei Spulensysteme, von denen eine über einen Reihenkondensator parallel zur anderen angeschlossen ist, nicht? Da wird dafür gesorgt, dass ein phasenverschobener Strom darin fließt, dort fließt. Und dieser Kondensator, der regelt sozusagen die Phasenverschiebung, nicht? Und das gilt aber nur, oder den kann man, wenn man den konstant da einbaut, dann kann man das nur realisieren für einen gewissen Lastzustand. Und sobald der sich ändert, dann passt das nicht mehr mit der Phasenverschiebung, dann kommt genau das bei raus. Also dass man so ein elliptisches Feld bekommt. Bedeutet aber nicht, dass der Motor dann irgendwie sofort stillsteht oder nicht betreibbar ist. Also der läuft dann in der Regel weiter. Dumm ist es nur, wenn Sie also gerade starten wollen, in diesem Punkt hier oben, nicht, wenn Sie drauf schauen, hier oben meine Maus, nicht, wo das, oder unten entsprechend, nicht, wo das Feld nicht sehr stark ist und Sie haben irgendwie einen Anlaufmoment zu überwinden, dann kann es eben sein, dass die Maschine gar nicht anläuft, wenn das zu schwach ist. Das kann dann mal passiert, mal nicht, je nachdem, wo sie stehen geblieben ist. Ja, also die Amplituden, die haben also, egal ob ich jetzt die anderen betätige, haben den gleichen Effekt. Also das bedeutet, das Feld wird elliptisch, und wenn Sie die Phase verschieben, was also nicht sein kann, also im Umrichter nicht, da kann die Elektronik sicher vielleicht mal verschlucken oder so, aber wenn Sie das also über einen Transformator betreiben, dann können Sie die Phase nicht verändern, die ist einfach fest, dann müssen Sie die Spulen daraus reißen. Aber Sie sehen, also wenn ich an der Phase was ändere, läuft das letzten Endes darauf auch auf dasselbe hinaus, es gibt ein elliptisches Feld, allerdings dann mit so einer sehr hohen Amplitude hier, die vorher nicht erreichbar war. Ja, gut, also da müsste ich jetzt wieder auf Null gehen, so nicht, dann habe ich wieder das alte Feld und da läuft kreisrund konstant an. In jedem Punkt, also Drehpunkt, dasselbe Moment. Das heißt also, der läuft immer an. Wenn das eben das in der Lage ist, dieses Moment hier, was dadurch zustande kommt, in der Lage ist, das Anlaufmoment zu überwinden, dann läuft die Maschine immer an. Also dann keine Probleme. Auch ein Grund, weswegen man eben Dreiphasigkeit da bevorzugt. Okay, so viel dazu. Jetzt haben wir lange genug da drauf geschaut. Aber ich denke, damit ist klar geworden, wie dieses Wanderfeld, so nennt man das auch, wie das zustande kommt. Das ist jetzt in der rotierenden Maschine. Sie können sich aber auch vorstellen, dass Sie einfach die Maschine, nehmen wir an, oben, jetzt bin ich also oben hier einfach durchsägen, nicht, und dann auseinander biegen und dann eine Gerade draus machen. In Gedanken. Wirklich wird es nicht funktionieren. Da eine Gerade draus machen, dann haben Sie also Linearmotor. Nicht? Also was weiß ich, Transrapid zum Beispiel. Nicht? Da ist dann der Rotor, ist dann das Fahrzeug und der reitet sozusagen auf diesem Summenvektor. Und wenn Sie also die Frequenz dann erhöhen, dann können Sie das Fahrzeug beschleunigen. Nicht? Also für Transrapid bis 500 Stundenkilometer.